Damals hatten wir zwei Kinder. Mir wurde bewusst, dass auch sie eines Tages Opfer solches antisemitischen Verbrechens werden könnten. Israel gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Als Expertin für Holocaustleugnung forsche ich über hasserfüllte Menschen. Vielleicht bin ich nicht vorsichtig genug, aber ich muss den Mittelweg zwischen der Durchführung meiner Forschung und der Sorge um meine persönliche Sicherheit finden. Vielen Dank. Und jetzt, Anita, wenn du da herumgehst, komm rauf zu mir an meine Seite. Jene, die das noch nicht mitgekriegt haben, das ist Anita, Habib Horiner, und das ist ihr neuestes Buch. Anita ist Bildungsexpertin und Publizistin mit Schwerpunkt deutsch-israelischer Dialog. Übrigens war sie auch viele Jahre Mitarbeiterin der FAS in Israel. Sie hat mehrere Publikationen veröffentlicht und sie ist auch eine sehr gute Freundin, die wir alle sehr, sehr lieb haben. Ich weiß, man soll Business und Pleasure nicht mixen, aber ich kann nicht anders. Und Anita wird uns jetzt sicher hochintelligente Dinge erzählen. Bitte. Setzt mich unter Druck, Micky. Okay, zunächst einmal, Micky, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und du machst das ganz großartig. Meine Arbeit an diesem Buch möchte ich meiner Mutter widmen, die vor wenigen Monaten gestorben ist und die mir sehr fehlt und mit der ich sehr viel über Antisemitismus gesprochen habe. Natürlich geht es nicht ohne Danksagungen und daher möchte ich damit beginnen. Zunächst den Interviewgebenden, von denen einige heute hier sind. Ohne sie gäbe es dieses Buch nicht. Dann natürlich Moshe Zimmermann, der mich immer begleitet in meiner Arbeit. Und es ist mir immer ein Vergnügen und eine Ehre, mit dir zu arbeiten, das weißt du. Samuel Salzborn, der heute leider nicht mit uns sein kann, der auch einen sehr guten Beitrag geschrieben hat. Natürlich der Bundeszentrale für politische Bildung, Simon Lengemann, ich sehe ihn nicht. Wo bist du, Simon? Ganz hinten. Ah, okay, hinten bei den Jungen. Der das Buch, der verantwortlich war für das Buch und der wirklich tolle Arbeit geleistet hat. In Bezug auf die Veranstaltung, dem Team der FES für die Organisation und die tolle Zusammenarbeit, Paul, Micky, Dana, Sonja, Clara und Frederik. Meiner Kollegin Sabine Frank, die mich in allen Etappen dieser Arbeit begleitet hat und auch jetzt fotografiert. Sabine ist Multitasking by Definition und natürlich euch, die ihr heute erschienen seid und ich freue mich auch sehr, dass die Gruppe da ist und ich freue mich ganz besonders, dass mein Sohn hier ist. Und meine Grundeinstellung zu dem Thema und damit auch zu dem Ausgangspunkt von nichts Neues in Europa nichts Neues, israelische Blicke auf Antisemitismus heute vorwegzunehmen. Das Phänomen ist kein Problem der Juden, sondern der Antisemiten und der Gesellschaften, die ihn hervorbringen und gewähren lassen. Aber als Tochter von Holocaust-Überlebenden ist mir mehr als klar, was es bedeuten kann, als Jüdin von Antisemitismus betroffen zu sein. Und daher schließe ich mich Daniel Scheck an, der hier sitzt, der in seinem Interview festgestellt hat, Woody Allen hat einmal gesagt, meine Meinung über den Tod hat sich nicht geändert, ich bin immer noch dagegen. Genauso geht es mir mit Antisemitismus. Das Thema begleitet mich seit meiner Kindheit. In meinem Wiener Elternhaus war es oft präsent.
insbesondere mein Vater, sah in den meisten Österreichern seiner Generation eingefleischte Antisemiten. Es irritierte mich, dass er schwieg, wenn antisemitische Bemerkungen fielen. Doch noch mehr als sein Schweigen entrüstete es mich als Jugendlicher, dass er auch mir jegliche Reaktionen untersagte. Seit ich in Israel lebe, kann ich mit dem Thema wesentlich entspannter umgehen als im Österreich der 70er Jahre. Wenn ich mir das heutige Israel ansehe, hat es mir sehr viele, viel zu viele neue Probleme geschaffen. Doch von der konstanten Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus hat es mich auf der persönlichen Ebene fast befreit. Grisha Almröser brachte es auf den folgenden Punkt. Ich bin nach Israel gegangen, weil man hier getrost aufhören konnte, Jude zu sein. Beruflich beschäftige ich mich schon lange Jahre mit dem Thema, sei es in Workshops, pädagogisch, in Programmen und jetzt im Buch. Dabei leiten mich folgende Fragen. Wann werden eine Aussage oder eine Situation antisemitisch? Ist es nur meine Interpretation oder war es auch die Intention des anderen? Wie soll ich reagieren? Auch auf Aussagen, die mehr auf Unwissen als auf bösen Willen berufen. Hat Antisemitismus ein Alleinstellungsmerkmal oder geht er automatisch Hand in Hand mit anderen Formen von gruppenbezogenen Menschenhass, wie zum Beispiel Homophobie oder Antiziganismus? Da mir sehr klar ist, wie sehr mein Umgang mit dem Thema Antisemitismus und meine Reaktionen darauf stark von meiner Sozialisierung geprägt sind, wollte ich wissen, wie es anderen Israelis und Israelinnen damit geht und inwiefern ihre Biografie ihre Interpretationen beeinflusst. So ist die Idee zu diesem Buch entstanden. Das Buch geht daher der Wechselwirkung zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Faktoren nach. Es besteht aus zwei wissenschaftlichen Beiträgen von Mosch und Sacher Salzborn, einer von mir verfassten didaktischen Einleitung und 15 lebensgeschichtlichen Interviews mit jüdischen Israelinnen und Israelis. Die Artikel von Moshe und Samuel skizzieren den historischen Rahmen und befassen sich mit der aktuellen Rolle und den unterschiedlichen Erscheinungsformen von Antisemitismus heute. Mein einleitender Beitrag befasst sich mit dem didaktischen Mehrwert von lebensgeschichtlichen Interviews und gibt Anregungen zur Arbeit mit dem vorliegenden Material. Die Bausteine des Buches fokussieren also auf unterschiedlichen Aspekten und unterschiedliche Interpretationen des Leitthemas. In ihrer Gesamtheit ergänzen sie sich und sollen es den Lesenden ermöglichen, die erforderlichen Informationen für das Verständnis und die Einordnung der Interviews zur Hand zu haben. Das kann insbesondere für Lehrkräfte, die das Buch im Unterricht einsetzen möchten, hilfreich sein. Darüber hinaus sollen die Erzählungen auf die Themenkreise Judentum, Israel, Shoah und Antisemitismus in unterschiedlichen Ländern Europas neugierig machen und zu weiterführenden Lernen anspornen. Jetzt möchte ich einige Worte zu den Interviews selbst sagen, die sozusagen für mich das Herz dieser Publikation sind. 6 Interviews befassen sich mit Deutschland, 3 mit Österreich, 1 mit Ungarn, 2 mit Polen, 2 mit Frankreich und 1 mit Großbritannien. Es ist klar, dass wir eine Auswahl treffen mussten und wir natürlich nicht ganz Europa abdecken konnten. Es wurden 3 Generationen interviewt. Die älteste Befragte ist 80 Jahre alt, die jüngste 27. Manche der Befragten definieren sich als religiös, andere als säkular. Einige Interviewgebenden berichteten, dass sie erst als junge Erwachsene, erfahren hat, dass sie Jüdin ist. Das war in Ungarn. Unter den Befragten sind Israelis, die aus Europa eingewandert sind, in Europa leben, beziehungsweise einen beruflichen Bezug zu Europa haben. Zur Methode der Interviews. Ein standardisierter Fragenkatalog wurde erarbeitet, der den Lesenden eine Basis des Vergleichs gibt.
Der erste Teil fokussiert auf der Familiengeschichte und der Biografie der Befragten und ermöglicht offenes Erzählen. Im zweiten Teil wurde auf das Thema Antisemitismus fokussiert. Hier ging es um Erfahrungen mit Antisemitismus in Europa, israelische Politik, die Kritik an Israel und Antisemitismus, die Verbindung zwischen Antisemitismus und anderen Formen von Rassismus, die Einschätzung der Befragten von Bekämpfung des Antisemitismus in Europa. Die Interviews verstehen sich als Abbildung unterschiedlicher, zum Teil kontroverser individueller Wahrnehmungen. Sie bringen subjektive Perzeptionen, Interpretationen sowie Reaktionen der Befragten auf Antisemitismus heute zum Ausdruck. Die vielen Widersprüche, nicht nur zwischen den Aussagen der 15 Unterhaltungen, sondern auch manchmal innerhalb eines Interviews, spiegeln die emotionale und subjektive Komponente der Gespräche in Bezug Antisemitismus des Buches wider. Zum Beispiel fühlte eine junge Frau sich auf unangenehmste Weise vorgeführt, als sie in eine Dorfschule eingeladen wurde. Die Kinder, die nie zuvor einen lebenden Juden gesehen hatten, wunderten sich über ihre blauen Augen. Hingegen beurteilte eine andere Befragte eine ähnliche Situation als eine wunderbare Gelegenheit, mit Vorurteilen aufzuräumen. In den Unterhaltungen wurden unterschiedliche und widersprüchliche Thesen zum Thema zusammengestellt. Diese können die Lesenden miteinander in Beziehung bringen und sich so ein tiefenscharfes Bild der Bandbreite